Also das Deutsche Schienenverkehrsforschungszentrum in Dresden und in Bonn hat ja schon über Jahre jetzt arbeiten können an ganz konkreten Projekten wie dieses digitale Testfeld. Wir wollen, dass wir den Bahnverkehr modernisieren, digitalisieren. Wir schätzen die Vorteile des Systems Schiene bei gerade den Klimazielen. Und von daher müssen wir natürlich alles austesten, beispielsweise Kühlwagen, die sieht man im Hintergrund, die früher mit Dieseltechnologie gekühlt wurden, jetzt natürlich elektrisch, natürlich auch mit digitalen Komponenten und das Ganze auch noch in vielen anderen Möglichkeiten dieses Testfelds. Cottbus ist natürlich ein Hotspot der Bahntechnologie, nicht nur mit dem Instandhaltungswerk, sondern auch mit dann dem Forschungswerk hier. Und da werden wir vieles sehen aus der Region, auch unter dem Aspekt der Strukturstärkung. Ja, zum einen ist Cottbus wirklich von der Kompetenz her, die der Standort hat, für die Bahntechnologie bestens geeignet. Ich war ja vor ein paar Monaten hier beim Start dieses Prozesses zur Modernisierung des Instandhaltungswerks. Und zweitens natürlich, weil wir auch viele Tests machen wollen in einem Umfeld, das nicht Metropolregion ist, das natürlich den Strukturwandel meistern soll und wo natürlich Zukunft geschrieben wird, auch in Anbindung an die wissenschaftlichen Netzwerke. Also das heißt, Cottbus ist gut geeignet, zusammen mit Halle, zusammen mit anderen Standorten hier in Ostdeutschland, glaube ich, können wir einiges aufbieten. Ich habe ja unlängst auch ein Testfeld in Annaberg-Buchholz gestartet, also wirklich Strukturstärkung hier in Ostdeutschland und das ist auch nötig.